Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girlytainment und in diesem Video nehme ich dich mit, wenn mein Pferd rosa Schuhe bekommt. Warum ich das hier im Gesicht habe, das zeige ich dir in diesem Video. Das war auch ein Unfall mit einem Pferd und die ab 18 Version, weil YouTube da auch eine Altersbeschränkung auf das Originalvideo gemacht hat, verlinke ich dir in der Infobox. Dann kannst du dir ganz genau anschauen, was da genau war, wie Blut im Gesicht war und alles. Die komplette Dröhnung gibt es auf jeden Fall in der Infobox. Und jetzt nehme ich dich mit, los geht's! Und die Rubinesca darf heute die Maßschuhe, die Maß-Sportschuhe bekommen. Und zwar sehen die so aus. All meine Pferde tragen ja diese Megasus Horse Runners. Ich habe die sowohl auf der Escada als auch auf der Rubinesca, Rubien und Rubiel. All meine vier Pferde tragen die, weil ich jetzt nicht so der Hufeisen-Fan bin. Also seitdem ich die auch die Escada habe, die Escada war ein Jahr alt, als ich sie bekommen habe. Die hat noch nie Hufeisen gesehen. Auch Rubien und Rubiel hatten noch nie Hufeisen und ich bin da direkt auch schon ein bisschen stolz drauf. Bei der Rubinesca war es so, ich habe sie ja mit Hufeisen gekauft. Also die hatte sie schon drauf, aber wir haben sie umgestellt. Dann nehmen auf das hier. Also ich bin sehr zufrieden damit. Und die Milena bearbeitet hier meine Pferde. Wenn Leute fragen, was ist so der Unterschied zwischen Hufeisen und den Megasus-Teilen, was antwortest du da? Genau. Also der Unterschied ist vor allem die Beweglichkeit. Also weil ein Hufeisen ist ja total starr. Ja. Das heißt, der Huf, eine sehr wichtige Hufbewegung ist von den Trachten, also vom hinteren Teil vom Huf. Also von hier dann. Genau. Also dass die sich so verwinden können. Und vor allem ist halt auch das Gewicht nur auf dem Rand beim Hufeisen und bei Megasus ist es einfach auf dem ganzen genau, Teil. Genau, genau. Also du kannst es so vorstellen, dass wenn du halt Schuhe hättest und die sind aber nur, die Schuhe haben nur einen Rand und in der Mitte ist halt nichts. Und bei denen ist halt wie so ein Turnschuh. Die sind auch richtig, also weich und dieses Plastik finde ich halt einfach viel elastischer. Genau, und das hat auch eine gute Stoßdämpfung. Das ja. ist auch noch ein Unterschied, besonders auf Straße oder so, harten Boden. Mhm. Wo man sagt, da hätte das Hufeisen. Das nennt man diesen sogenannten Clear-Effekt, dass es so ein bisschen vibriert und es gibt die Vibrationen auch bis in höhere Gelenke nach. Okay. Ruby. Yeah. Tschüss, Milena. Genau. Und der Megasus stoßt der halt, stoppt aber auch nicht zu stark auf der Straße. Das gibt es ja nur in Blau-Orange. Mhm. Und Orange ist jetzt nicht so meine Farbe. Dachte ich, wir machen das Ganze und pimpen das Ganze, machen das jetzt einfach mal rosa. Bevor die neuen Maßschuhe draufkommen, werden die Hufe natürlich noch bearbeitet. Jetzt wird die Hufe geraspelt. Das erinnert mich einfach so an Nägelfeilen. Und danach hat man so schöne Nägel und dann passt alles. Und jetzt kommt der Anpassungsmoment, oder? Genau, also jetzt zeichnen wir mal ab. Da kann man es entweder halten oder man lässt sie abstellen. Die Rubinesca stellt gern ab. Und sie steht auch brav. Achso, da hinten ist einfach mehr drauf. Warte mal, das sieht man hier ganz gut. Genau. Okay, und damit er ganz genau angepasst wird, wird das jetzt mal angezeigt und das wird dann einfach dann weggesägt. Genau. So, das ist Rubis Größe, die ist jetzt schon angezeichnet. Milena ist jetzt mit Säge bewaffnet und los geht's. Und das ist hier so das abgeschnittene Zeugs. Und jetzt werden die Clips hier, die seitlichen Teile, dran gemacht. Gut. Und jetzt sieht man, die Clips haben noch Abstand. Und das schlagen wir jetzt mal dran. Das müssen nämlich ganz genau sitzen. Die Rubi ist doch mega entspannt. Hat damit kein Problem. Und diese Laschen können dann eben dann auch so in der Klett-Variante sein. Also man kann es genau, kleben und genau. man kann es eben aufkletten, wenn man zum Beispiel jetzt reiten gehen möchte. Genau, weil das ist jetzt eben die Klebevariante, deswegen sind die Clips da oben auch geschlossen. Okay, Milena, das ist alles noch abgeschliffen. Genau. Und das heißt, es ist fertig. Und jetzt machen wir aus diesem blau-orangen Ding was Rosanes. Juhu! Der erste Schuh ist angepasst. Vorne links, das steht hier. Das ist jetzt Rubis Maß Sportschuh. So sieht das Ganze aus. Jetzt noch in blau-orange gehalten. Und jetzt gleich bekommt er ein bisschen Farbe. Und ich zeige dir jetzt, was ich dafür brauche. Und dieser möchte das Ganze so richtig professionell machen. Deswegen habe ich hier mir eine meiner absoluten Lieblingsfarben rausgesucht. Und zwar Altrosa. Vielleicht wird das ja auch so wie mein Nagellack dann. Ich verlinke dir natürlich auch alle Sachen in der Infobox, wo du das kriegst, was ich da auch alles verwende. Am Anfang an brauche ich noch einen. Warte mal ganz kurz. Ich muss mich ganz kurz sammeln. Genau, zuerst brauche ich hier so einen Aquasilikonentferner und dann brauche ich das hier noch, so eine Art Primer wie beim Schminken, so einen Kunststoffhaftvermittler und ich dachte so, okay, passt, ich kann einfach ein bisschen Nagellack drauf geben, aber diesmal mache ich alles super professionell. Also,
Zuerst den Silikonentferner, dann den Primer und dann kommt die Farbe drauf und ganz am Schluss kommt dann noch so ein Klarlack drauf. Das schaut voll professionell aus hier mit meinen Handschuhen. Erinnert mich auch an eins meiner ersten Videos, wo ich den Schweif mit Ketchup gewaschen habe. Das war auch lustig. Gut, also ich sprühe das jetzt hier so ein. Ich versuche jetzt nicht hier innen herum zu sprühen, sondern versuche es nur jetzt eben außen zu machen. Ah, okay. Jetzt kommt der Primer und den muss ich jetzt in zwei dünnen Schichten auftragen und dann 5 Minuten ablüften lassen. Also ich jetzt einfach 5 Minuten trocknen lassen. Gut, jetzt kommt die Farbe drauf. Katze ist auch mit am Start. Schau mal, wie das aussieht. Das hat jetzt getrocknet. Das ist ein bisschen länger trocknen lassen. Jetzt hat das Ganze auch so eine hellere Farbe. Ah, crazy! Crazy! Oh, shit. Oh man, wie lustig! Zweite Runde, so sieht das Ganze jetzt getrocknet aus. Wie nice ist das eigentlich? Und das schaut einfach aus, als wäre das so ein richtiger Barbie-Schuh, oder? So, und jetzt geht's an Round 2. Jetzt nochmal 2 Minuten warten. Katze wird auch dabei sein, die Stallkatze. Mittlerweile ist schon dunkel draußen. Und jetzt hier die letzte Schicht. 30 Minuten sind vergangen. So sieht das ganze Teil jetzt nach einer halben Stunde trocknen aus. Das ist eigentlich jetzt ganz trocken. Und jetzt komme ich hier mit diesem Klarlack an und sprühe das jetzt einfach an. 3 Schichten und immer dazwischen 2 Minuten trocknen lassen. Das ist jetzt so wie der Überlack beim Nägellackieren. Das Glänzende. Und damit versiegeln wir dann einfach die Farbe. Und jetzt habe ich hier noch eine 2. Schicht draufgepackt. Ich habe jetzt im Stall mehrere Orte gesucht, wo ich jetzt den Megasus, den rosaroten, zum Trocknen hinhängen kann. Wie zum Beispiel hier. Schaut das nicht mega cool aus? Also ich finde den richtig, richtig schön. Ich hoffe, die Farbe hält und bleibt noch ganz, ganz lange so. Die Stunde der Wahrheit. Ja, Kubi, freust du dich schon? Ja, hallo. Sieh bei Cinderella. Passt der Schuh? Mhm. Nein, wie cool. Jetzt kommt die Frischhaltefolie rundherum. Jetzt für einen ganz kurzen Moment, damit die Clips ganz fest hier am Huf dran sind. Weil wir dann oben jetzt dann gleich auch diesen Kleber dran machen. Und dann kommt die Frischhaltefolie wieder runter. Und jetzt kommt hier der Kleber rein. Schaut voll operationsmäßig aus, weil wir jetzt mit Handschuhen hier so arbeiten. Nur das ist einfach auch nur deswegen, damit, wenn der Kleber an unseren Fingern ankommt, geht der ziemlich schwierig wieder weg. Und mit dem Hufauskratzer hält die Melina das so ein bisschen weg. Und dieser Kleber trocknet dann noch durchsichtig, gell? Mhm. Wie lustig wäre das, wenn man so einen Glitzerkleber hätte eigentlich dann noch dabei. Riesenspritze hier, der gerät. Und zwar bekommt sie jetzt so eine Füllung. Das heißt, zwischen dem Huf und zwischen dem Megasus kommt jetzt dann noch so was ganz Elastisches rein. Genau, das ist wie eine Gel-Einlegesohle quasi. Okay, bei Schuhen. Genau. Nur halt angepasst auf genau ihre Form. Also das ist ein 2 Komponenten Polyurethan. Aha, okay. Und das kenne ich dann natürlich. Genau. Und das reagiert dann und wird dann so ganz gelig. Das ist mega angenehm für sie dann auch zu gehen dann. Genau, genau. So ganz weich, dann würdest du ganz, ganz bequeme Schuhe dann auch tragen. Genau das und vor allem stimuliert es auch die Sohle mit. Aha. Also es werden quasi alle Strukturen vom Huf, ist so wie wenn sie barhof gehen wird. Aha. Nur halt, dass es ihr nicht wehtut, sondern ganz angenehm ist.
Mann, das ist schon ein bisschen abgegangen. Nein, das schleift sie sich sicher ab. Oh no, okay. Die Sohle schleift sie sich sicher ab. Und fertig. Wie cool schaut die Ruby eigentlich aus? Bitte gib dir das mal. Ich finde es mega nice. Übrigens, falls du noch Fragen hast zu den Megasus, dann schreib die sehr gerne in die Kommentare, weil das Team von Megasus auf jeden Fall auch gleich mit kommentieren wird und dir dann ein bisschen professioneller als ich die Fragen beantworten kann. Also wenn du Fragen hast, schreib das gerne in die Kommentare, okay? So sehen die Megasus jetzt fertig am Huf aus. Und auch hier hinten. Was sagst du? Wie gefällt es dir? Schreib mir das gerne jetzt in die Kommentare. Welche Farbe würdest du eher nehmen? Schau gleich auch weiter, warum wir uns bei einem Ausritt richtig in Gefahr begeben haben. Das Video siehst du hier. Und wie mein Pferd liegen gelernt hat, da klickst du auf das untere Video. Kostenlos abonnieren nicht vergessen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Glocke aktivieren und bis bald. Tschüss.